Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruit Deer zu einer neuen Folge Call of the Wild, The Nature's Wild, The Nature, The Dogs, The Hunter. Und ja, wir sind heute auf der Map Silver Ridge Peaks unterwegs und das hat einen Grund. Es gibt nämlich den Great One Schwarzbär seit kurzem und den wollen wir heute bejagen. Und ja, es tut mir leid, ich habe in der letzten Folge, keine Ahnung, ich war irgendwie der Meinung, dass es den Great One Elch gibt. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber das habe ich so behauptet, stimmt gar nicht. Es ist der Great One Schwarzbär. Und ja, wir gehen den heute jagen. Wir haben 15:52 Uhr, die Trinkzeiten haben begonnen. Und hier überall an den Seen, da habe ich zwar keine Bedürfnisgebiete, aber hier sollen überall Schwarzbären sein. Vor allem hier an dem See. Und anschließend gehen wir nochmal hier hoch. Und da sollen auch Schwarzbären sein, zumindest hier an dem See. Und ja, wir haben hier einmal die Canning Magnum dabei und wir knallen die einfach ab. Also, auch wenn wir jetzt irgendwie nicht die Sachen erfüllen mit der richtigen Munition, so Hauptsache wir grinden den und gucken, was wir so finden. Und hier an dem See sollte es eigentlich erstmal ganz gut sein, denn hier sollten. Aha. Hier sollten laut YouTuber eine Menge Schwarzbären sein. Da haben wir schon den ersten vorne. Wir laufen aber erstmal ein bisschen näher ran. Der geht hier bestimmt gleich zum Trinken. Und dann gehen wir anschließend hier runter zum anderen See. Aber erstmal müssen wir gucken, wo die alle sind. Zumindest den einen, den können wir dann ja schon mal schießen. Aber ich glaube, einer ist mir ein bisschen zu wenig. Also wir laufen mal hier ein bisschen runter. Und dann gucken wir, wo der hin ist. Aha, da ist ein Bison, ein Bison brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen zu dem Schwarzbären. Der trinkt da ja irgendwo. Und hier waren eigentlich mehr, also ich habe mir so Schwarzbär-Guides angeguckt auf YouTube. Denn ich wusste zwar, dass sie hier am See chillen und an den anderen, aber die haben halt noch so ein paar mehr Spots verraten, an denen die sind. Hier ist ein Gabelbock-Bedürfnisgebiet. Ja, dann suchen wir jetzt erstmal den einen und sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht hier hinter dem Hügel, da sind bestimmt welche. Hier haben wir den ersten Bären, hier ist der zweite, fünf mittlere. Und die werden wir jetzt auch mal direkt schießen. Aber vorher gucken wir nochmal. Denn wir wollen nicht, dass hier irgendeiner uns verloren geht. Aber ich denke, das sind hier auch die einzigen. Also, dann holen wir mal hier korrekt die Canning Magnum raus. Der sieht ja mal sehr dunkel aus. So, das sollte, denke ich, gepasst haben. Die sammeln wir auch mal direkt ein. Der eine war einfach nur schwarz, ne? Also der sah jetzt nicht so melanistisch aus, wie ich es gedacht hätte. Hier sind ein paar Gabelböckchen. Dahin sind Rocky Mountain Wapitis. Aber um die geht's ja heute nicht. Also gucken wir erstmal, wo die zwei Bratis liegen. Da vorne ist der erste. Und ja, mit der Canning Magnum ist es halt besser. Dann hauen die nicht so weit ab. Außer man trifft ihn natürlich nicht tödlich. Dann rennt er auch ein bisschen weiter. Aber so zwei Schüsse und das Ding ist direkt down. Auch wenn man nicht das Herz trifft. Okay, vielleicht haben wir hier das Herz getroffen. Mal gucken. Hier, nee. Dunkel. Bis 100 Kilo. Und der Great One, der fängt irgendwie, also der geht bis über 3000, 3000, bis über 300. Also wenn man eine Fährte sieht mit über 300 Kilo, dann kann man davon ausgehen, dass es der Great One ist.
So, hier ist der andere See. Müssen wir direkt auch mal nachprüfen, ob hier irgendwas steht. Hier vorne sind zwei Bisons, aber die brauchen wir ja nicht. Müssen wir mal vielleicht noch ein bisschen weiter runter gehen. Da ist auch ein Bison auf der Flucht. Vielleicht auf der anderen Uferseite. Okay, da ist ein Bär langgelaufen. Einer bis 165 Kilo. Da hinten haben wir den ersten. Das ist aber fast schon der einzige, den ich hier sehe. Dass hier nicht mal ein zweiter steht oder so. Gehen wir einfach nochmal ein Stück näher ran. Vielleicht ist ja hier hinten irgendwas noch. Aber das sieht erstmal nicht danach aus, wie weit ist das Ding entfernt? 300 Meter ungefähr. So, den haben wir auch gut getroffen. Da ist ein Gabelbock. Ich hoffe, ein Diamant. Nee. Okay, dann sammeln wir den ein und sehen uns dann gleich beim Bärchen wieder. So, da haben wir ihn. Und Weibchen, Doppellunge. Sehr schön dunkel. Und abhaken. Ich weiß nicht, ob auch Weibchen Grade One werden können. Ich denke mal nicht, aber die haben ja kein Geweih. Also von daher kann es natürlich möglich sein, aber das bezweifle ich. Aber vielleicht ist es so. Naja, den See, den haben wir abgehakt. Hier war eigentlich nichts. Vorhin ist mir noch ein männlicher hier irgendwo abgehauen. Aber das ist jetzt nicht so wild. Wir gehen zum nächsten See und der befindet sich genau hier. Ich walk da mal hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Wey, yo, was? 5 Mittel. Krass, okay, das ist so ein Wisent hat mich schon oft verarscht. Aber ja, stell dich genauso hin. Genauso will ich dich haben. Wie viele Meter waren es nochmal? Nochmal überprüfen. Ja, so ein Bison hat mich schon oft geflaxt, von daher. Haben wir das gut erwischt? Ja, sollte, denke ich, gepasst haben. 50. Jetzt holen wir uns natürlich noch hier den Schwarzbären. Der liegt direkt. Krass, wenn das ein Diamant ist, also dann. Das wäre schon echt nice, weil ich habe zweimal schon 5 mittlere Bison entdeckt, aber jedes Mal was Gold. Deswegen überprüfe ich die anderen Tiere immer noch mal. Haben wir hier oben irgendwas? Nee. Da hinten haben wir auch einen Schwarzbär, auch auf 5 Mittel. Hier haben wir die ganzen Wisents. Kann man auch noch mal gucken, aber ich glaube, das war's hier schon mal mit den Schwarz. Oh, da hinten. Ach so, ja, das ist der 5 mittlere, ne? Dann holen wir uns den hier auch mal. Erstmal nach reloaden.
Der Schuss war auch okay. Und dann sammeln wir die erstmal ein. Bin ich mal echt gespannt. Ich weiß gar nicht, bis was ging, bis Wien, ja, 228 oder irgendwie so war die Trophäenwertung von dem. So, da ist er. Tödlich getroffen haben wir ihn. Diamant, ja. Ja, Mann, endlich. Come on, sehr gut. Zweiter Schuss war nicht gut, aber der erste hat gesessen. Gerade noch so. 244, ja, also schon großer. Direkt hier erstmal ausstopfen. Und kommt direkt in die Trophy Lodge. Und damit würde ich sagen, geht's weiter mit der Bärenjagd. Wey, yo! Okay, der ist auf jeden Fall schlafen gegangen. Schwarz. Ja, okay, er hat komplett die Wirbelsäule mitgenommen. Den ersten hätten wir hier schon mal. Da sind ein paar Gabelböcke. Weyo, der darf nicht abhauen. Okay, der geht auch down. Müssen wir hier auch noch mal. Da hinten ist einer und dort ist auch einer. Zwar beides nur Weibchen. Aber das ist, glaube ich, erstmal nicht so schlimm. Da ist ein Maultier, da ist auch einer. Dreieinhalb Meter entfernt, okay. Die werde ich vielleicht nicht tödlich treffen können. Nee, tödlich getroffen haben wir die nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Rennt hier noch irgendwo einer weg? Da sind ein paar Gabelböcke. Hier unten. Da sind nur zwei Bisons. Gabelböcksche. So, und dann sammle ich mal hier die drei Weibchen ein. Und dann gehen wir rüber zu dem See hier oben. So, da ist auch schon der erste Schwarzbär. Wir sind jetzt am letzten Spot. Mein PC ist leider abgestürzt, deswegen muss ich das Ganze nochmal neu starten. Aber hier haben wir den ersten, da haben wir den zweiten. Hier hinten sind bestimmt auch noch welche. Die können wir eigentlich. Wir gehen mal ganz nah ran. Beziehungsweise halt zum Ufer. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und gucken, das war, glaube ich, nur ein Busch. Oh, sogar einige. Ah, ich habe schon gedacht, es wäre ein Albino-Bär. Da hinten ja auch nur, aber so viele Weibchen. Was? Was? Was ist das? Leute, hä, sowas hat ich. Hä, was geht hier ab? Okay, da ist ein Puma, der vertreibt die alle. Leute, sowas hatte ich ja noch nie.
Das waren ja 30, okay, nicht 30, aber 20 Bären. Ja, der Puma nervt halt hier wirklich massiv. Hey, wo ist der denn jetzt hin? So, da haben wir schon mal Schwarzbär Nummer 1. Und ja, ihr seht also hier anscheinend der See hier oben abends beim Trinken, der ist auf jeden Fall massiv voll mit Waschbären, Waschbären sage ich, mit Schwarzbären. Aber das war noch gerade kein Haar. Also wie gesagt, habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwie 20 Schwarzbären auf einmal gelaufen sind. Weil der Puma, der hat die halt alle. Okay, die kommen jetzt auch hier massiv wieder. Die werde ich mal gleich alle schießen. Hier sind bis jetzt eigentlich nur Weibchen. Hier ruft die ganze Zeit auch irgendwie ein Puma. Den werde ich dann auch noch ausschalten. Aber wie ihr seht, also auch Silver Ridge Peaks ist so wirklich die beste Map für Schwarzbären. Ich wünsche euch Erfolg für die Great One Jagd und hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Und auf jeden Fall hier oben der See im Norden, kein Spaß. Dann haut rein, das war Magic Fruit, ihr kommentiert. Ich werde hier noch, jetzt noch die ganzen Beeren auseinandernehmen. Und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao.